Hi und willkommen zu einem Vlog. Wir haben heute einen Ausflug zu dem Schloss in Obidos gemacht. Dort kann man nämlich auf der Burg drumherum laufen. Wir standen dafür neben einem Wohnmobilstellplatz, für den waren wir nämlich zu groß. Und dann ging es auch schon los. In der Burgmauer drin gab es dann ganz viele kleine Häuser und auch Geschäfte. Ich war schon gespannt, weil die Mama mir gesagt hat, dass es kein Geländer gibt. Und dann sind wir auch schon in die Burg rein. Da haben wir ein richtig schönes Bild aus Fliesen gesehen. Weiter drin gab es dann auch immer mehr Restaurants und auch ein riesengroßes Buch. An dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen, wenn manchmal das Bild verwackelt, aber ich musste mitlaufen und gucken, dass ich nicht runterfalle. Nach ein paar Schritten sind wir dann auch schon angekommen und da war auch ein Warnungsschild. Von oben konnte man dann runtergucken, das Bild sehen und man hatte eine richtig schöne Aussicht. Man kann also von hier aus bis da hinten zu dem anderen Turm hinlaufen und wieder zurück. Und das auf einem ziemlich schmalen Weg und wirklich ohne Geländer. Ich habe dort oben aber die kühlere Luft und den schönen Ausblick genossen. Am ersten Turm angekommen war dann auch ein Loch da, wo man durchgehen konnte. Also nicht durchgehen, nur bis zum Rand, weil sonst wäre man runtergefallen. Ich habe mich dann da vorne hingesetzt und von da aus konnte man dann richtig schön den Ausblick filmen. In dem Turm konnte man dann auch noch nach oben gehen, also da sind mir dann schon irgendwie die Füße weich geworden. Normalerweise habe ich ja keine Höhenangst, aber ohne Geländer ist es schon manchmal ein bisschen komisch. Weiter ging es dann über den schmalen Weg und ich habe immer mal wieder mitgefilmt, wie die Aussicht aussieht, weil alle paar Meter sah es anders aus. Hier kann man auch richtig schön die Landschaft sehen, also ich finde, es sieht schon fast aus wie in Deutschland. Es hat jetzt, seit wir hier sind, auch schon ein paar Mal geregnet, also ich finde, die Natur regeneriert sich immer sehr schön vom Sommer. Es war richtig ungewohnt, mal alle Hausdächer zu sehen. Und hier hat sich die Angel ganz kurz in meinen Vlog mit reingeschummelt. Was mir auch aufgefallen ist, dass es hier ganz viele Ahornbäume gibt. Und auf dem ganzen Weg um die Burg gab es auch ganz viele Eidechsen. Hier hatten wir dann die Burg erreicht und innen drin gab es viel touristisches Zeugs. Also ich fand, es war eines der geilsten Ausflüge, die wir je gemacht haben, vor allem weil da kein Geländer ist. Hier gab es dann mehrere kleine Häuser, wie wenn hier so manchmal Mittelalterfeste wären oder so. Ganz in das Burggebäude konnte man nicht reingehen, aber ich finde, es war auch genug, einfach auf der Burg rumzulaufen, weil das habe ich noch nie gemacht. Da wir ja schon wieder auf dem normalen Erdboden waren, haben wir uns dann gleich auch die alte Kirche angeschaut. Ich war sehr überrascht, dass da draus eine wunderschöne Bücherei geworden ist. Ich finde, die haben das hier richtig schön aufgebaut und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie lange die wohl gebraucht haben, um all die Bücher dahin zu bringen. Hier sieht man noch die Reste von dem Altar von früher. Also mir hat es richtig gut gefallen. Nach ein paar Minuten Abkühlung sind wir dann auch wieder hoch. Es war ziemlich warm heute und wir hatten ja auch die Hunde dabei. Wir hatten da erst kurz Bedenken, weil die Hunde einen ja leicht runterschubsen können, aber die waren wirklich ganz lieb. Hier sieht man jetzt nochmal alles von der anderen Seite aus. Ich fand die Häuser ziemlich schnucklig und das sah echt alles cool aus. Ihr könnt mir gerne auch mal erzählen, wart ihr schon mal auf so einer Burg und konntet ihr da auch so laufen? Weil ich kannte das wirklich noch nicht. Dieser Riesenkaktus hat es auf jeden Fall auch verdient, in meinen Vlog zu kommen, weil der ist ja wirklich riesig. Und mit dieser schönen Treppe haben wir dann auch unsere Wanderung beendet. Wie immer haben wir uns ein Souvenir mitgenommen, und zwar einen schönen Magnet für unseren Kühlschrank.
Und das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bye!